ein bisschen zur Begrüßung. Das war wohl nichts, da ist ja eine Folie drunter. Normalerweise habe ich ja keine Folie bei der Dent. So, Mädels. Da sind ein paar drinne. Das waren die Deckelchen. Ja, tut mir ja leid, ein bisschen Begrüßung muss sein. So, das ist die dunkle Biene, F1. Nee, Quatsch. Könnte F0 sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann man das sehen? Der Imker hat es wieder verpennt. Der Imker hat es verpennt, beziehungsweise der Imker hat den Mist gemacht. An die Folie gebaut. Ah, jetzt kann ich das nicht abreißen, dann reiße ich die Wabe kaputt. Scheiße. Das ist alles noch so dünn, brüchig. Das ist übrigens die atmungsaktive Folie von Bienenruck. Ich habe ganz gerne eine Folie drauf, wenn ich abends Bienen füttere. Ich habe ja da die Futtertasche, wie ihr seht. Und wenn ich dann abends Bienen füttere und es ist schon dämmerig und die Bienen dann auffliegen, dann ist das nicht so toll. Dann kriege ich die nämlich immer nicht in die Kiste rein, beziehungsweise ich kriege die Kiste gar nicht zu. So, schüttle ich die ab, ohne dass mir die Wabe kaputt geht. Zum Glück noch nicht so viel Honig drin. Meistens sind die ja schneller wie ich. Und dann ist da Honig drin. Mal gucken, ob die Königin nicht da dran ist. So, ich mache die Kiste ja eigentlich nur auf, weil ich wissen will, ob die Königin noch da ist. Das Volk ist neu. Sind nicht alles dunkle Bienen hier drin? Vielleicht kriege ich die raus, ohne großen Schaden zu machen. Mädels, ihr seid doof. Hier sind alles Mittelwände drin. Warum macht ihr so eine Scheiße? Nur weil der Imker da so viel Luft gelassen hat. Jetzt nehme ich einfach mal die Futtertasche raus.
das haben sie nicht in der Futtertasche reingebaut. Das ist immer schlechter zum Reinigen. So, kratze ich das ein bisschen sauber. Dann packe ich die Futtertasche wieder rein. So. Ja, wie ihr seht, hoffe ich, dass ihr es seht, sehen die Waben komisch aus. Ne? Hier sind so Metalldinger drauf. Das ist das Yugi-System. Das heißt, da fließt, wenn ich den Strom einschalte, fließt der Strom durch. Das ist eine normale Wabe. Das war mal eine Brutwabe. Mal gucken, wahrscheinlich wird da immer noch Brut drauf sein. Ah, die hängt irgendwo fest. Mädels, warum macht ihr sowas? So, jetzt muss ich schnell sein, damit ich euch das zeigen kann. Da ist die Königin. Na, wo ist sie denn? Da läuft sie rum. Ein wenig nervös. Ja, oh, da ist gerade eine Wespe auf die Wabe gegangen. Die geht da einfach in die Zelle rein. Guckt euch das an. Ah, jetzt ist er weg. Die hat gar keine Prügel gekriegt von dem Ding. Gut, mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte wissen, ob die Königin noch da ist. Die Königin ist da. Jetzt hänge ich die Wabe so rein, wie sie gewesen ist. Aber ich hänge sie jetzt ein bisschen dichter an die Futtertasche dran. Das heißt, da muss ich zwar alle Waben verrücken, aber mit dem Wildbau, das war ja blöd. So, das ist jetzt eine UV-Wabe. Das war eben eine normale Wabe. Das ist jetzt eine UV-Wabe. Einer elektrischen Mittelwind. Ja, da ist auch schön Brut drauf. So, und da seht ihr hier unten auch die Kontakte. In der Mittelwand laufen Heizelemente. Kann man natürlich jetzt nicht mehr sehen. Ja, doch da, wenn man da in die Zellen reinguckt. Ich hoffe, die Kamera kriegt das scharf. Da sieht man so ganz feine Drähte so im Hintergrund, am Zellboden. Ja, das heißt, wenn die Varroa-Behandlung ansteht, ich habe das jetzt hier bei denen noch nicht gemacht, das ist wie gesagt ein Jungvolk. Dann werden die Waben aufgeheizt. Durch das Aufheizen der Waben sterben die Varroen ab bzw. werden unfruchtbar. So, hier ist auch schon ausgebaut. Hier lagern sie Honig ein oder Nektar. Hier kann man auch sehr schön sehen, die Heizelemente da drinnen. Ich kann mein Display von der Kamera jetzt nicht erkennen. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ja, ich hätte ja gedacht, die haben schon mehr ausgebaut. Hier, diese Seite ist nur halb ausgebaut.
Und hier laufen sie zwar drauf rum, aber da haben die noch gar nichts gemacht. Ne? Ja, da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich die andere Wabe da allmählich mal rauskriege aus dem Feuer. So, dann wird hier noch gar nichts los sein. Da ist auch nichts los. Also haben die jetzt nur 1, 2 Brutwaben und hier ein bisschen. Das ist natürlich sehr wenig für diese Jahreszeit. Da müssen wir mehr füttern. Ich bin gerade dabei, eine Software zu entwickeln, die mir das Heizsystem automatisch ein- und ausschaltet. Und wenn alle Stricke reißen und es wirklich ein sehr, sehr schwaches Volk ist, dann kann ich das System so einschalten, dass die Temperatur unter einen gewissen Punkt nicht absinkt und dann die Beute aufgeheizt wird, weil kleine Völker haben ja das Problem, dass sie die Traube nicht genug heizen können. Aber ich denke mir mal, so klein ist dieses Volk gar nicht mehr. So, das hier war mal Bienenfutter. Kann man das sehen?